Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute, ja, wird zwar gebacken, aber ja, eigentlich ein Mittagessen. Und ich mache das nicht so oft, dass ich so süße Sachen zum Mittag esse, aber habe ich jetzt ewig nicht mehr gehabt. Und da habe ich gedacht, ich habe nämlich so viele Eier noch. Und da habe ich gedacht, bevor die schlecht werden, muss ich die natürlich verwerten. Und letzte Woche gab es bei Edeka Heidelbeeren im Angebot für, ich glaube, 3,33 für 500 Gramm. Ja, und dann hatte ich aber noch Erdbeeren mitgenommen und so. Und dann habe ich gedacht, kannst jetzt wieder gar nicht alles auf einmal essen. Aber die halten sich wirklich richtig gut. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich hatte doch dann so ein super Rezept. Machst du doch Blaubeer, eigentlich Pfannkuchen. Aber ich bin so eine Niete beim Pfannkuchenbraten. Und nachdem ich neulich mein Crepeisen ja auch geschrottet habe, es war ein Bananencrepe, sollten es werden. Ich wollte das sogar mitdrehen. Bisher habe ich es noch nicht geschnitten, weil, ach, ich glaube, das wäre keine gute Werbung für mich. Heute möchte ich nicht braten, also wird es gebacken. Ich mache das in der The Pampa Chef Ofenform, aber kann man natürlich auch auf dem Backblech machen. Und aber erstmal mache ich jetzt natürlich den Teig und die Blaubeeren, die habe ich halt schon gewaschen. Da kann man natürlich auch jegliches anderes Obst nehmen. Ich habe das auch schon mal mit Apfel gemacht und auch mit Bananen oder so schmeckt das total gut oder Himbeeren. Deswegen, ja, was man halt gerade hat, was Saison ist, da muss man jetzt nicht extra aus Peru irgendwie was anfliegen, sondern lieber was gerade Saison hat und was natürlich auch gerade günstig dann zu haben ist. Ich meine, gut, 500 Gramm 3,33 ist jetzt auch nicht so günstig, aber für Blaubeeren ja schon. Also vier Eier, also die vier Eier, bei mir wie immer von glücklichen Hühnern. Und dann halt so ein bisschen Salz. Nehme ich ja wirklich dann nur ganz wenig. Auch wenn ich weiß, dass man das dann nicht schmeckt, aber ich habe da immer Angst, dass man es doch noch schmecken könnte, womöglich. Und dann lasse ich jetzt erstmal den hier ein bisschen die Eier schon mal aufschlagen. Und dann kommt hinterher Zucker dazu. Und da habe ich jetzt gar keine Mengenangabe gemacht, weil das ist natürlich, kommt auch immer darauf an, was nimmt man für ein Obst. Wenn man jetzt so einen Apfel, der sauer ist, dann sollte man sicherlich mehr Zucker nehmen. Oder wenn man hinterher noch viel Puderzucker drauf machen will, dann macht man natürlich weniger Zucker. Ja, ich habe jetzt mal 80 Gramm genommen. Und zur Not würde ich hinterher Puderzucker oben drauf streuen. Aber das weiß ich noch nicht. Ich schlage jetzt erstmal die Eier ein bisschen auf. Nach 5 Minuten des Schlagens hat sich jetzt auch wirklich die Farbe schon ein bisschen verändert. Also da ist es schon richtig gut aufgeschlagen, halt so ein bisschen wie bei einem Biskuit halt. Es kommen noch 160 Gramm Mehl dabei und 300 Milliliter Milch. Und das wird jetzt nur noch mal kurz verrührt. Das wird wirklich auch nur ganz kurz dann nochmal verrührt, damit die Eier jetzt auch nicht wieder so zusammenfallen. Und ja, weil man kann ja auch Mehl überschlagen. Und so sieht es jetzt aus. So richtig schön fluffig aufgeschlagen. Und das soll jetzt noch 10 Minuten. Also stelle ich das jetzt hier hin und dann kann das quellen. Ich kann ja schon mal wieder wegräumen. Und dann werde ich die Form hier gleich einfach mit Backtrennmittel einreiben. Also es kommt wirklich überhaupt gar kein Fett da dran. Das finde ich natürlich auch ganz gut. In dem Backtrennmittel ist natürlich Fett mit drin. Aber da wird jetzt einfach nur die Form halt ein bisschen noch mit eingerieben. Einfach weil diese Form einfach noch nicht so alt ist. Und ja, damit da nichts anpappt, dass ich es hinterher gut rausbekomme. Dass da nicht so ein Geschisse ist wie in der Pfanne, wo man immer so viel Öl ranmachen muss, damit das nicht anpappt. Ne? Und wie immer nehme ich jetzt hier mein Backtrennmittel. Das ist jetzt auch schon, ja, ein halbes Jahr, glaube ich. Oder 5 Monate ungefähr ist das alt. Das habe ich hier mal im Kühlschrank. Deckel drauf, da passiert gar nichts. Also das hält sich auch noch ewig. Und
umso gebrauchter die Form ist hier von The Pampered Chef, desto weniger Backtrennmittel muss dann ja wirklich dran. Es waren jetzt ungefähr 10 Minuten, dass ich den habe quellen lassen, den Teig. Und jetzt schütte ich den einfach nur rein. Also da ist auch kein Backpulver oder irgendwie was drin. Also so sieht es jetzt aus. Und dann werden die Blaubeeren hier noch drauf verteilt. Aber was man halt möchte, da ist natürlich der Vielfalt des Obstes überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Und ich nehme auch wirklich die ganzen 500 Gramm. Dann wird es natürlich umso saftiger dann. Ne? Also so sieht es jetzt aus. Also ich habe wirklich die 500 Gramm Blaubeeren drauf gemacht. Hätte vielleicht nicht sein müssen, aber dann die hatte ich jetzt. Und dann sind es gleich richtig schön saftig und fruchtig. Und ja, ich packe es jetzt in den Backofen. Ober-Unterhitze bei 230 Grad. Weil es halt diese Form ist. Und bei einem anderen Backblech würde ich wahrscheinlich nur so 200 Grad nehmen. Und würde es mittlere Stufe machen. Aber ja, ich mache es in der Form. Und ich denke 20 bis 25 Minuten. Aber das kann ich euch dann gleich sagen, wenn es rauskommt. Und ich habe nicht vorgeheizt. Nach genau 20 Minuten habe ich ihn jetzt rausgenommen. Und der ist jetzt wirklich richtig schön gebräunt. Ich hoffe, dass er auch so durch ist. Werden wir mal sehen. Ich habe jetzt wieder meinen zweiten Handschuh gefunden. Also der war ja hinten in der Schublade runtergefallen und hat mir mein Leben erschwert, aber er ist nicht verloren für immer. Ich wusste, wo er war. Da kann man auch super sehen, ich nehme es mal hier nochmal hoch, dass ihr es besser sehen könnt. Da war jetzt auch gar kein Fett drin und so, und so super ist das hier abgegangen. Ja? Also da ist jetzt nur von den Blaubeeren halt so ein bisschen Saft, aber ja, also da pappt nichts an. Jetzt habe ich mir noch ein bisschen Sahne drauf gemacht und ich bin schon sehr gespannt. Also ist auf alle Fälle durch. Ist auch richtig schön heiß noch. Mmh. Das ist total gut. Also auch die 80 Gramm, die 80 Gramm Zucker, die haben auch vollkommen gereicht. Aber weil die Blaubeeren auch ziemlich süß sind, wenn ich da jetzt Äpfel nehmen würde, je nachdem was für eine Sorte, würde ich etwas mehr nehmen oder halt Puderzucker oben nochmal drauf. Aber das würde ich jetzt nicht drauf machen. Also jetzt in dem Fall hier. Und wenn man überlegt, da ist null Fett dran, wie schön der geworden ist, wie gut das hier aus der Form rausging. Also ich bin da wirklich begeistert. Ich liebe das jetzt auch wirklich warm zu essen. Also einen Pfannkuchen würde man jetzt auch sicherlich warm essen. Und ja, mit den Blaubeeren, das ist auch richtig schön saftig. Euch lasse ich jetzt unversorgt zurück. Ich lasse mir schmecken. Und ja, kann jetzt endlich die Jacke ausziehen, weil ich habe nämlich eine sehr schmerzhafte Begegnung mit der Türklinke gehabt und habe jetzt so einen blauen Fleck am Arm, wo ich dachte, nicht, dass mir hier Sozialbetreuung bald vor der Tür steht, von wegen häuslicher Gewalt. Es war häusliche Gewalt, allerdings ausgehend von einer Türklinke. Aber das sagen sie wahrscheinlich alle. Deswegen habe ich mal lieber die Jacke angelassen. Aber ich werde jetzt diesem Pfannkuchen Gewalt antun und ohne mich darüber lustig machen zu wollen. Also das möchte ich jetzt nochmal klarstellen. Ja, und sag dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!